Immer mehr junge Menschen drängen an die Universitäten, ein Ende des Trends ist nicht absehbar. Das hat auch finanzielle Konsequenzen. Die Hörsäle an den deutschen Hochschulen bleiben voll. Quelle: Peter Kneffel, Deutsche Presseagentur. Die Zahl der Studienanfänger bleibt einer neuen Studie zufolge bis zum Jahr 2050 mit mehr als 425.000 pro Jahr auf konstant hohem Niveau. Das geht aus einer Erhebung des CHE-Zentrums für Hochschulentwicklung hervor. Im Jahr 2005 hatten nur 350.000 Menschen ein Studium begonnen. CHE-Geschäftsführer Jörg Träger sagte: Hochschulbildung wird zum Normalfall und zur langfristigen, gesellschaftlichen Realität. Nötig sei daher eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung der Hochschulen.